Hallo und willkommen zurück bei Dave the Diver. So, wir haben in 3 Tagen das Quallen-Event. Wir werden jetzt ganz viele Quallen holen. Also jede Qualle, die wir sehen, nehmen wir mit. Das ist das Ziel, außer natürlich unser Inventar ist voll. Ich werde aber trotzdem auch ein paar besondere Sachen dann noch sammeln. Ah, wir sind wieder hier. Ich dachte, oh, jetzt kommt eine andere Karte. Das heißt, wir machen unsere Standardroute wieder für den Seestern und die Sojasauce und die ganzen Eco-Star-Sachen. Ach, ich habe gar nicht geguckt, was ich jetzt verkaufen kann, ne? Ach ja, die kann ich jetzt selber so sammeln, muss ich gar nicht mehr leertasten. Weil ich habe die Harpune geupgradet. Oh, sogar den guten. Und wieder hier den Standardfisch. Auf der Map sind nicht so viele Quallen, ne? Die muss ich dann suchen. Wir könnten noch mal ganz nach rechts gehen. Da haben wir ja beim letzten Mal Quallen gesehen. Ich weiß auch gar nicht, ob ich hier noch... Ne, die Alge brauche ich nicht. Aber ich meine, irgendeine Alge könnte ich sogar noch gebrauchen. Hier haben wir Sauerstoff. Hier brauchen wir vielleicht die Alge. Ne, auch nicht. Wo sind denn die ganzen Quallen? Ah, sorry. Hier sind zum Glück welche, aber diesmal nur 2. Aua. So, dann hätten wir nur 2 Quallen. Olivenöl, sehr schön. Aber hier unten waren, glaube ich, auch noch die anderen Quallen, ne? Wenn wir jetzt hier runtergehen. Hier ist noch einer von denen. Der nimmt zum Glück auch nicht so viel Platz ein. Da ist Qualle. Unter uns sind Quallen. So, wir probieren mal wegen der Qualität aus, was mehr bringt. Okay. Der bringt nur 1 Stern. Was ist, wenn wir den so killen? Auch nur 1. Hauptsache viele Quallen. Ein Hai könnte es hier noch geben. Den nehmen wir dann auch mit. Da ist er auch schon. Ich glaube, meine Harpune macht sogar mittlerweile mehr Schaden. Aber das kann halt öfter angreifen. Das ist ein Vorteil.
So, dann haben wir auch den Haikopf wieder. Und dann gehen wir mal weiter Quallen suchen. Ja, die Harpune ist gar kein Upgrade, sondern Seestern. Kalmare zählen nicht als Qualle. Danke, ich sehe nichts. Hier ist aber wieder Strömung. Aber die Strömung geht nicht an. Was sind denn das für Dinger? Aber hier kann ich nochmal ein Skelett mir einsammeln. Sehr schön. Den würde ich gerne mal hier mitnehmen. Jetzt sind wir genau drüber. Ich würde aber gern noch zu dem Dings hier gehen. Da ist die Höhle. Wir sind da. Versuche eine Bombe, die Cobra dir gegeben hat, auf den Felshaufen anzubringen. Das machen wir doch direkt. Alles in Ordnung? Ist nicht ganz leicht, das über Funk mitzubekommen. Weißt du? Wir können nicht zulassen, dass du in 1000 Stücke gerissen wirst und dich in Haifischkost verwandelst. Ist überhaupt nicht furchteinflößend, so etwas mit einer Art nonchalanten Stimme zu äußern. Gut, jetzt bring ein wenig Abstand zwischen dich und die Bombe. So, das sollte genug sein. Und los geht's! Ich wäre ja noch weiter weggegangen, ne? Aber schön jetzt der Wegfall von drin. Dringt ein schwalles Licht, geh hinein. Boah. Und was ist, wenn da ein Monster oder etwas in der Art drin ist und auf mich wartet? Das wäre auch eine unglaublich wissenschaftliche Entdeckung. Gut, dann hier mal rein, ne? Zur neuen Region. Okay. Mein Inventar ist zwar voll. Seevolk-Aufzeichnungsraum. Wow, dieser Ort ist wow. Es scheint eine Art Aufzeichnungsraum des Seevolks zu sein. Mein gutes Bauchgefühl lag richtig. Es gab definitiv eine Seevolkszivilisation in dieser Region. Sieh dir das Wandbild da hinten an. Kein Mensch hätte das derart tief unter Wasser malen können. Vielleicht stammen diese Zeichnungen von einer alten Zivilisation, die aufgrund von seismischen Aktivitäten untergegangen ist. Das ist ein gutes Argument. Aber diese Art von Malerei und Architektur ist nirgends auf der Oberfläche zu finden. Bitte untersuche zuerst diesen Ort. Ich bin sicher, dass du eine Vielzahl interessanter Hinweise finden wirst. So, ich bin immer noch schwer. Das kann eine natürliche Säule sein. Es sind mysteriöse Zeichen da drin eingraviert. Ich habe gleich keinen Boost mehr. Dieses Wandbild zeigt eine Art Krieger oder Königin. Es sieht mächtig aus. Sein Unterkörper ist von Schuppen bedeckt. Ist das wirklich ein Wandbild des Seevolks? So, hier ist noch was. Der Sauerstoff wird gar nicht weniger, ne?
Ein Gemälde, das Delfine und Meerespflanzen zeigt. Anscheinend könnte das Seevolk nicht nur schreiben, sondern auch malen. So, das sollte genug sein. Ich würde gern ein bisschen weiter forschen. Also mach bitte ein Foto mit der Kamera, die ich dir gegeben habe. Kann ich das hier einsammeln? Nee. Dann machen wir mal ein Foto. Meinen ganzen Booster aufbauen. Kamera. So, eine Kamera. Symbol zeigt dir an, dass du das Foto machen kannst. Sieh dir oben links das Ziel an. Verwende Leertaste, um den Fokus einzustellen, und nimm deine Hand weg, um ein Bild zu machen. Achte darauf, dass dein Timing mit einer grünen Anzeige übereinstimmt. Ich würde gerne ein bisschen weiter rauszoomen. Es ist nicht Z, es ist Y. Just saying. Machen wir nochmal. Verstehe. So muss das sein. Okay. Ich sehe dort was auf dem Boden. Es könnte ein weiteres Artefakt des Seevolks sein. Bring es mir. Naja, solange ich keinen Sauerstoff verliere, kann ich auch langsam schwimmen. Muss ich den ganzen Boost nicht dafür verballern. Jetzt reden die wieder mit mir. Was ist das Geräusch von vorhin? Eine Aufzeichnungsraum voller Symbole des Seevolks. Was könnten sie aufgeschrieben haben? Und noch wichtiger ist, hast du nicht auch etwas gehört? Was meinst du? Über Funk habe ich nichts gehört. Kehr fürs Erste zum Boot zurück. Gut, das heißt, wir machen jetzt noch das Inventar voll und dann geht's ab. Wir sind aber echt lahm, ey. Jetzt bestimmt wieder der Kraken. Der Killerkraken. Ich sammle hier das Grünzeug ein. Doch kein Kraken. Komm ran hier. Welchen war es, den ich jetzt hier getasert habe? Dann nehmen wir den. Überladen. Dann nehmen wir noch einen von denen. Ich bin immer noch nicht überladen. Ja, dann. So, jetzt bin ich überladen. Ich glaube, rechts war auch noch ein Hai oder so.
Arm nach oben. Ein Artefakt des Seevolks. Sehr interessant. Naja, ich bin froh, dass dir gefällt. Ich muss dieses Artefakt und das Wandbild in mein Labor weiter analysieren. Ich melde mich bald wieder. Hey, du da! Ich habe eine Explosion im Meer gehört. Weißt du, was da los ist? Was das angeht. Wir gehören zu Meeresblau. Wir sind die Organisation, die Menschen aufspürt, die dieses schöne Meer verschmutzt und sie anzeigt. Manchmal liebe ich Selbstgerechtigkeit für diejenigen, die besonders böse Taten begehen. Ich habe Berichte über jemanden erhalten, der in der Gegend sinnlos die Umwelt zerstört hat. Ich weiß nicht, ob du das warst. Aber du sollst dir dessen bewusst sein. Wer dem großen Meer Schaden zufügt, bekommt es mit Meeresblau zu tun. Und mit mir, John Watson. Also dann, sei dem Meer auf immer dankbar und verliere nie die Liebe dafür. Ich werde jetzt gehen, vorerst. Wir beobachten dich. Was ein gruseliger Typ. Kommen wir damit klar? Diese Gruppe ist berüchtigt, unter dem Vorwand des Umweltschutzes begehen sie Gewalttaten. Meist trifft es vor allem große Konzerne mit ihren Fischereibetrieben, die Umwelt am meisten schaden und nicht die kleinen Fischerei. Allerdings kriegen die Konzerne nichts von ihnen ab. Ich vermute, sie lassen sich bestechen oder so etwas Geschmackloses wie das. Der Typ sah nach Ärger aus. Es wird dir nichts bringen, auf ihrem Radar zu sein. Sei vorsichtig. So, ich habe ein paar Quallen gesammelt. Wie gesagt, das machen wir dann. Ich würde mal gern hier den. Ja, es ist ein kleines Geld, ne? Aber auf Dauer. Ja, ich glaube, das hatten wir auch schon. Das machen wir, wie gesagt, heute Abend. Das heißt, wir gehen wieder rein auf der Jagd nach Quallen. Schon wieder diese Karte. Ich dachte, die Karte ändert sich jedes Mal. Also es ändert sich immer mal ein bisschen was, ne? Aber vieles bleibt gleich, ne? So, bitte Olivenöl. Oh, oder das hatten wir, glaube ich, noch nie. So, das heißt, jetzt gehen wir nach rechts. Wir nehmen aber wieder diesen einen Fisch hier mit. Ja, das heißt, es wiederholt sich jetzt auch immer viel, wenn wir mal dieselben Sachen hier bekommen. Ich glaube aber, die hier können wir auch nochmal sammeln. So, und dann gehen wir nach rechts wieder die Quallen holen. Ich muss mir nochmal die besonderen Gerichte unbedingt angucken. Ja, wir
gehen jetzt nicht auf Erkundung, sondern unser Ziel ist jetzt tatsächlich, besondere Fische zu holen. Die ganzen Standardfische nehmen wir natürlich mit. Die wiegen halt nicht so viel. Von denen kann man halt ganz viele mitnehmen. Je tiefer wir kommen, desto schwerer werden die. Natürlich schön. Einfach ins Blaue schießen und nichts treffen. Agar-Agar nehmen wir aber auch wieder ein bisschen mit, weil da gibt es ja dieses besondere Gericht für. Das ist das Einzige, was ich weiß. Da ist noch eine Kiste tatsächlich. Die nehmen wir mit. Genau dasselbe. Hoch. Ich habe auch das Gefühl, dass die Waffen sich immer sehr stark ähneln, wenn wir auf derselben Karte sind. Wir müssen jetzt bei den Quallen wieder sein. Agar, Agar. Das ist natürlich stark, wenn wir dann hier so einen Kettenblitz haben. Welche? Nehmen wir alles mit. Da war ein Segel. So, haben wir wieder Hai? Yep. Wenn das Ding mehr Schaden macht als das Gewehr. Öfter schießen, ne? Da ist noch ein schöner Seestern. So, ich glaube, wir gehen gar nicht tiefer, sondern sammeln jetzt hier den ganzen Trash noch ein. Guck mal, da ist noch einer von denen. Den nehmen wir natürlich auch mit.
Oh, die Fische, die spawnen einfach. Guck mal, hier ist noch eine Schüssel. Die nehmen wir mit. Die silberne Schüssel. So, so langsam müssen wir aber voll sein. Ansonsten nehme ich hier noch die... das Kupfer mit, dann bin ich auf jeden Fall voll. Immer noch nicht. Das ist krass. Hier ist noch ein Holz, dann nehmen wir das Holz mit. Immer noch nicht voll. Okay. Ich glaube, von den kleinen Fischen kann man einfach so viele mitnehmen. Weil die halt nichts wiegen, ne? So, jetzt bin ich voll. Dann ab nach oben. Oh, da haben wir aber einiges an Kleinkram diesmal gesammelt. Ne, weniger von den großen, ne, was das Inventar so schnell voll macht. Regnet's? So, zurück an Bord. So, dann Eco-Watch. Es fehlt noch einer von denen. Hier der Knochen. Quallen zerlegt. Level 3. Giftwiderstand. Hier Muscheln. Ich brauche noch die rosafarbenen Muscheln. Also brauche ich doch noch Muscheln. So, hier kann ich jetzt den Giftwiderstand nehmen. So. So, hier kann ich auch verkaufen, oder? Ah, ne, geht jetzt nicht. Ist zu spät. Ich muss hier mal die Ends wegmachen. Die gehen mir mal im Sack. Ich muss mal gucken, wie ich die Quallen... Vielleicht brauche ich die... Muss ich den Netzwerfer... Vielleicht mit einem Netzwerfer. Guck mal, ein Hammerhai. Wo ist denn der weiße Hai? Und Anglerfisch? Ich hätte gedacht, der Anglerfisch ist bei noch tieferer Tiefe. Hier ist noch eine Qualle. Ja, den habe ich hier noch nie gesehen, ne? Hm. Ja gut, das sind hier... Hier ist ein Nacht... Das sind jetzt Nachtfische. Ich weiß nicht, wie ich in der Nacht... Hier ist noch ein Hai. Oh. Delfine? Man kann auch Delfine fangen. Ach so, guck mal, wir müssen auch jeden Fisch... Wir müssen auch bestimmte Fische fotografieren. Müssen wir mal gucken, welche Fische wir fotografieren müssen. Den hier müssen wir fotografieren. Den Delfin, einen Rochen, Schildkröte und das Ding. Also wir müssen gar nicht jeden Fisch fotografieren. Eher eine Seltenheit. Ich hätte gedacht, dass auch ein Hai fotografiert werden muss. Ne, hiervon müssen wir gar nichts. Vielleicht kommt das noch.
Ich weiß aber auch nicht, wie die funktioniert, die Kamera. Ich habe hier auch noch Minispiele. Aber keine Spiele gefunden. Gut, wir gehen zurück. Ich glaube, dann stellen wir auch noch alles ein, aber dann wirklich den Laden eröffnen und machen, glaube ich, in der nächsten Folge. Oh! Vincent Gourmet. Hallo zusammen, hier ist Juli von der Fernsehsendung Die besten Sterneköche. Heute bin ich in einer Sushi-Bar direkt an der Küste, die auf Koksa gerade in aller Munde ist. Und zwar im Banshu-Sushi. Diese Sushi-Bar ist berühmt für ihren ausgefallenen Sushi-Gerichte. Und bei uns ist heute Sushi-Experte Vincent Yamauka. Vincent Yamauka, genau. Hallo Vincent, was ist eigentlich Sushi? Sushi ist eigentlich ein recht einfaches Gericht. Es besteht nur aus Reis, Essig, Wasabi und Fisch. Alles hängt in diesen Zutaten ab. Allerdings bedeutet einfach nicht einfach zubereiten. Also kommt es auf die Qualität der Zutaten an, wie sie aufbewahrt werden und gereift sind, wie der Fisch geschnitten und der Reis gekocht und geformt wurde. Gutes Sushi zubereiten ist eine wahre Kunstform. Ja. Ich verstehe. Was denkst du über das ausgefallene Sushi, für das Banshu Sushi bekannt geworden ist? Die Zutaten für Sushi sind längst etabliert. Da wäre der Thunfisch der König der Fische und von ihm vor allem das Bauchfleisch. Dann die japanische Flunder und die Gelbschwanzmakrele mit weißem und rotem Fleisch. Alles altbewährte Zutaten, verstehst du? Dass man es trotzdem wagt, von diesen Seiten der Edo-Zeit übliche Zutaten abzuweichen, zeigt eine gewisse Respektlosigkeit, auch wenn es vielleicht gut schmecken mag. Du hast einmal die California Roll als Möchtegern-Sushi bezeichnet. Daher sind wir jetzt besonders gespannt, was deine Meinung zu Banshu-Sushi ist. Also gut, beginnen wir doch mit dem Star der heutigen Show. Dies ist Banshu, der Eigentümer. Das kommt alles so plötzlich. Also ich bin er ist ein bisschen wortkarg. Das kann nur heißen, dass er durch seine Kochkünste spricht. Von der Sushi-Bar gibt es eine grandiose Aussicht auf das riesige blaue Loch. Und der Koch scheint ein Meister seines Fachs zu sein. Ich bin schon sehr gespannt, wie das Essen hier schmeckt. Vincent, was nimmst du? Je mehr Wert ein Restaurant auf Äußerlichkeiten legt, umso weniger interessiert mich seine Gerichte. Du da, Banshu, oder? So heißt du doch. Lass ich mal sehen, was du zu bieten hast. Mal sehen. Bring mir etwas, das mich überrascht. Wow, Vincent fordert heute wohl sein Glück heraus. Er hat gerade dem Koch die Entscheidung überlassen. Ich kann hier nicht einfach sitzen und meinen Vorurteilen zuhören. Gib mir 2 Tage, ich werde dich bestimmt schockieren. Ein Duell zwischen einem traditionsbewussten Gourmet und einem experimentellen Koch. Das wird noch spannend. In der nächsten Folge werden wir live auf Sendung sein. Nicht vergessen, schaltet wieder ein, die besten Sterneköche. Was denkst du? Was wirst du jetzt machen? Ein Mann läuft nicht vor einer Herausforderung davon. Ich habe da schon eine Idee. Kannst du mir helfen, die Zutaten zu besorgen? Ich brauche mehr Trauben und gepunkte Wurzelmundqualle. Ach du Scheiße. Vor allem, das überschneidet sich doch mit dem Quallentag. Beides befindet man in der Kalksteinhöhle in 100 Meter Tiefe. Übrigens muss man die gepunktete Wurzelmundqualle lebend fangen. Du brauchst also eine Betäubungskanone oder eine Netzkanone. Aus denen willst du Sushi zubereiten? Naja. Okay, eine Kalksteinhöhle, ja. Ich werde sie finden. Wir waren schon öfter in der.
Manchmal besteht ein VIP-Gast ein Gericht, das nicht auf der Speisekarte steht. Schaffe die Zutaten bis zum angegebenen Zeitpunkt. Ich habe jetzt 2 Tage Zeit. Gut, das mit den Quallen ist eigentlich ganz praktisch, weil dann habe ich mehr Quallengerichte. Habe ich eigentlich... Einstellung läuft, wird dann am nächsten Tag. Okay, was haben wir denn hier? Jetzt mal veredeln. So, wir bieten einmal den an, einmal den Agar-Agar. Jetzt haben wir die Quallen geupgradet. Quallen dürfen wir auf jeden Fall nicht nutzen. Wir haben noch einmal den Hai. Von denen haben wir hier sehr viele. Was kostet der nochmal zu upgraden? 51. Wir nehmen mal 10 von denen mit rein, weil wir ja die letzte Zeit immer zu wenig hatten. So, jetzt haben wir auch die Quallen abgegradet. Von denen nehmen wir nochmal 5 mit rein. Wir nehmen diesmal auf jeden Fall wieder zu viel. Haben wir hier noch was Teures? Ein Hai oder so. Hier auch genau 5. Ja, komm. Ich kann noch ein Menü hinzufügen. Ja, komm, direkt noch ein Menü rein. Guck mal, hier ist auch dieses Symbol, ne? Was bedeutet denn dieses Symbol? Ist das das für das Event? Dass ich genau weiß, hey, nimm den mal lieber nicht. Na komm, wir nehmen nochmal 5 von denen. Jetzt haben wir aber richtig hier. So. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Guck mal, die Meertraube habe ich. Ich habe Salz. Ich brauche wirklich nur noch die eine Qualle. Okay. Also bis dann. Ciao.